This is a material that is needed in the United States. I looked into getting it, and it's possible, but difficult. Very light, porous masonry. And this is not the way they built in the old days, but and made to grip the plaster and light. I just think it's a real shame that that's not available. Let's take a look at the roof and what they're doing there. This is new construction. Oh, they've got hangers. They've got hangers put on there. Huh, they shouldn't need them. And they pour, this is the way they build in the Mediterranean. They pour a concrete ring. It goes with this kind of material. By itself, maybe not strong enough, but when you pour that concrete ring, then it is. They've painted the wood that's going to be exposed. I'm just not sure why. Hello. Smithy, I think he's open. He just got here. He's got a fire going, I think. The lower one pumps, but it pumps the upper one. It lifts the upper one, and then the upper one slowly. There's a board you don't see in the middle of the bellows. It's called a three-leaf bellows. This is a different shop now. He's a specialist. He makes drills. There's his trip hammer with a spring on it. Well, the benches are, it's wood over masonry. Remotely like what I was doing to try to save Charles's barn, making a bench out of masonry. Yeah, but that spring above it and the spring below it, that hammer would have a snap to it. So, kommt ja ein bisschen hier auf die andere Seite. Ja, können wir schauen.
So, als erstes wird der Griff gebogen. So, das war schon mal der Griff. Als nächstes wird dieser Knoten gemacht, diese Befestigung. Ja. It really seats when scalloped out. Three-legged stool. Scalloped out. Oh, this must be dies for this. Let's clean it. So, damit hätten wir die Seite fertig. Ja, und auch bei dem Rumlegen hat man sich auch ganz schnell das Fell saubig verbrannt am Unterarm. Wenn man nicht aufpasst, kann das passieren. Hat immer die gleiche Länge, ne? Aber wenn ich mit der Faktur im Hintergrund das falsch ab, dass der Schnitt ein bisschen länger ist, dann passiert das, was wir das. So, but normal, normal. The windows the whole way around the shop. It's all natural light, actually, in here. That rope hangs there to keep people from banging their heads. Bis ganz vorne hin, dann lässt man so 5 mm vor dem Rundmaterial vorne stehen. Ja. Das braucht man jetzt für die Spitze. So, einmal 90 Grad nach links. Jetzt zu guter Letzt.
So, da ist der Bohrer fertig geschmiedet. Seite. Da muss das Gewinde vorne eingefeilt werden und anschließend wird die Schneide noch gehärtet. Ja. Also das wird jetzt, das wird gefeilt. Mhm. Schauen Sie mal, da drüben auf dem Brett, da sind diese Holzklötze mit den Kerben. Ja, ja, hier ist ja, aber das sind klein. Genau. Da wurden die dann da aufgelegt, in diesen Kerben, die wurden da in diesen Kerben gedreht und wurde, dabei wurde dann gefeilt. Ah ja. Dazu nahm man dann solche Pfeile mit so einem langen Heft. Ja. Die fasst man hier vorne an. Und hier ist so ein Lederriemen. Der kam hier in den Unterarm. Ja. Damit man von hier aus eine starre Verbindung nach vorne hat. Das heißt, Spiel damit das Magnet effekt bleibt. Ja. Ja. Und damit wurde das dann gefeilt. Und immer gedreht dabei und gefeilt. Hier sind noch Nägel drin, die hatte man dann auf der Rückseite, dran. Hier sind auch die Löcher drin, da hatte man Nägel drin, damit der Riemen nicht verrutscht. Ja. Mhm. So haben wir das gemacht. Hochinteressant. Ja. War was anderes, ja? Ja, das ist schon viel Geschicklichkeit erforderlich, ne? Erfahrung auch. Ja, vor allen Dingen. Viel Erfahrung, denn die haben bis 2 mm gemacht. Oh Gott, mit Lupe dann? Ja, so ungefähr. Ja, bis 2 mm. So, der Handbohrer von 10 bis 2 mm runter. Und dann konnte man ja von Hand auch kaum noch bewältigen. Dann kam dann diese Bohrer hier, wo hier oben und Stab war. Und ja, wir sprachen vorhin wahrscheinlich in so C45, der wurde dann im Öl abgeschaltet. In dem Fall im Wasser. Im Wasser. Ja, also die Bohrer wurden in Wasser gehärtet. Im Wasser. Und anschließend nochmal angelassen, ja. Dann aus der Schaft die Hitze, aus dem Schaft die Hitze hochsteigen lassen oder ja, wird das dann noch mal angewärmt? Die wurden noch separat. Nochmal separat angewärmt. Mhm. Ja. Macht sich sonst keiner Gedanken drüber, nicht? Wieso das mal hergestellt wurde. Auch ich. Wir haben ja nicht auch noch so einen alten Werk. Ja, bisher. Ja, aber nicht so. Nee, der war wahrscheinlich schon industriell irgendwie. Ja, ja. Ja gut, diese Bohrer werden ja heute auch noch maschinell hergestellt. Ja. Mhm. Die werden zum Teil im Theater, werden die vielen noch verwendet zum Kulissenbau. Mhm. Nennt die auch zum Teil Kulissenbohrer. Nagelbohrer, Kulissenbohrer, die haben viele Namen. Mhm. Machen die immer gleich dabei. Ne? Genau, brauchen keine Akkubohrmaschine oben auf der Leiter oder auf dem Gang. Den Namen können wir nicht mehr hören, ne? Akkubohrmaschine. Das wird ja in einer Kiste gelegen, Akku im. Ja, ich habe keine, ich will auch keine haben. Wenn ich was zu bohren habe, wirklich zu schrauben habe, dann nehme ich meine kleine Bohrmaschine. Ich habe einen kleinen Bosch-Eingang, die kann ich ganz langsam regulieren, mit Kabel dran. Das andere hat sich nicht. Nein, wenn Sie den nicht täglich brauchen und täglich laden, macht das keinen Sinn. Nee. Und diese verschiedenen kleinen Hämmer, die sind alle für diese unterschiedlichen Nuten, je nachdem, je nach Stärke. Sie haben ja gerade gesehen, dass das hier in den Gesenk geschmiedet wurde. Mhm. Das haben Sie hier zum Beispiel einen, das ist für die ganz kleinen. Das ist für die ganz kleinen. Mhm. Und dafür natürlich auch ein entsprechendes Gesenk. Ja, ja, ja. Ja. Ja klar, der wird ja nicht reinpassen. Das ja. Brächte nichts, nicht? Ja, richtig. Dafür hatte man eine ganz schmale Gesenke. Ja, also mit diesem Hammer, das habe ich einfach nicht gesehen. Ja, ich müsste hier sonst drei Hände haben. Ja, geht nicht. Oder ich müsste hier... Sie brauchen einen zweiten Mann. Und das rentierte sich damals nicht, das lohnte sich nicht. Ja, dann hat sich das konstruiert, man nennt das auch ein stummer Junge. Ja, gibt keine Widerworte. Wenn ich jetzt einen zweiten Mann dabei hätte, der würde mich den ganzen Tag voll quatschen. Und das macht er nicht. Aber wenn ich einmal nicht aufpasse und er kommt nieder, das hat aber doch selbst recht. Ja, ja.